Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Die Leute lästern gerne über die Varun-Fanatiker, weil sie eine Schlange anbeten. Das mag ja stimmen, aber ihre große Schlange ist ein himmlisches Wesen. Ob sie real ist? Keine Ahnung. Ja, das frag mal sie, die sagt's dir. Mein Liebchen sagt es dir schon. Liebchen, ich find's geil. Das ist ein schönes Necking-Wort. Necking-Wort? Das heißt das so? Ja, I don't know. Egal. Ja, was machen wir heute? Wir fliegen zu Wladimir. Und wollen mal gucken. Wir hätten das ja von außen draußen. Ach, dumm. Das war einfach dumm jetzt wieder. Kurs festlegen. Wir können dabei auf R drücken. Und dann X drücken. Dann let's go. Tipp. UC Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Jo, mach mal. Ich hab da eigentlich gar nichts mehr dabei. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. Dankeschön. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob unsere bessere Hälfte. Lass dein Ping laut klingeln. Das Auge wartet schon auf dich. Ob sie was dagegen hat. Langsam. Oh. Brauchst du was? Das ist jetzt mal ein bisschen schlecht drauf reagiert, als ich da aus Versehen hingeflogen bin. Na, mal gucken. Die können sie nämlich nicht so. Die Luftschleuse ist intakt. Ja, ist gut. Moin, mein Großer. Da die Artefakte in der pechschwarzen See nun kein bloßer Schaum der Hoffnung mehr sind, habe ich ein Muster entdeckt. Die Graf-Anomalie von einem der Artefakte passt zu einer anderen, größeren auf einem Planeten. Okay. So gefällt mir das, Junge. Zeig mir die Richtung. Let's go. Das ergibt keinen Sinn. Die Artefakte sind alle gleich groß. Wie konnten wir das übersehen? Es gibt keinen Sinn. Die Artefakte sind gleich groß. Nur die wir gefunden haben. Keine Ahnung, worum es sich handelt. Aber spürst du die Aufregung? Ja. Das ist eine Riesensache. Ich grenze die Markierung ein, so gut es geht. Doch es gibt Interferenzen. Du musst das Gebiet also zu Fuß erkunden. Setz deinen Scanner ein. Keine Ahnung, was da ist. Halte die Augen offen. Ja, ist okay, Mann. Bleib doch mal ganz unruhig. Na, der haben wir nun mal landen. Meine Scanner verwenden. Alles klar. Krieg ich hin. Etwas so Großes sollte eigentlich leicht zu finden sein, oder? Ich muss also den gesamten Planeten absuchen. Nein. Anomalie. Neben der Anomalie. Drück das Glück. Und vielleicht findest du dann auch die Quelle. Kann ich auch dich drücken? Ja, ist gut. Willst du das so? Ich helfe gerne, wenn ich kann. Wie geht's dir mit unserer Beziehung? Ich vertraue dir vollkommen. Ach, geil. Das konnte ich noch nie von jemandem sagen. Und es bedeutet mir sehr viel. Mir auch. Ich will dauerhaft mit dir liiert sein. Offiziell. Wie auch immer. Das bei Warum. Ganz ehrlich, es funktioniert einfach nicht zwischen uns. Ich höre es einfach ab und zu gerne mal. Das könnte sich verärgern. Ach, scheiß drauf. Wirklich? Das meinst du ernst? Du überraschst und erstaunst mich immer wieder. Ich bin sprachlos. Ich hatte irgendwie darauf gehofft, irgendwo ein kleines Ja zu hören. Nee, das war ja so ein halbes Jahr, oder? Wenn ich zu viel verlange, sag es mir. Versprich mir nur, dass du an meiner Seite bleibst. Wenn ich zu viel verlange, sag es mir.
Zu viel gibt es gar nicht, meine Liebe. Meine Kultur handhabt das so völlig anders, als ich es in den restlichen besiedelten Systemen erlebt habe. Ich muss ein wenig darüber nachdenken, was eine geeignete und entsprechende Geste wäre. Lege das aber nicht fälschlicherweise als Zögern aus. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich lasse dich keinen Augenblick lang gehen. Okay. Na dann. Wir gehen dann mal wieder. Tschüss. Mal fest. Und springen. Eins, zwei, eins, let's go. Was für eine Reise! Schalte von Graf auf Normalantrieb. Ich denn nicht? Jetzt bleib doch mal stehen, Kai. Wo? Hä? Die waren doch jetzt hier irgendwo. Wie sind sie? Frech. Naja, egal. Bringen wir den Vogel runter. Jawohl. Lassen wir uns unser Schiff hier mal. Öffne den Handscan mit F und suche nach Verzerrungen in deinem Sichtfeld. Folge den Verzerrungen zur Qualle. Ich drücke F. Ah, okay. Nach dem Bus. Also da so lang. Ja, also. Da gibt's Wasser im Flur. Hey, Platsch. Was bist du für ein Tierchen? Ich hoffe sehr, dass das nicht zu stinken anfängt. Das kann man nicht so sagen. Hi. Wir gehen schon, keine Angst. Kommst du? Hallo? Wie will ich kommen? Gib mir nicht um Keks. Ja, da kannst du. Jetzt ist es auch ein bisschen ungelegt.
So, jetzt vielleicht rausgehen. Oha. Okay, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Tempel. Au. Wonach wir gesucht haben? Es ist... Mir fehlen die Worte. Hui. Mal reingehen. Sollte man das machen? What the fuck? Ach ja, du bist so cool so. Ja. Drücke scannen. Diese Ringe, bewegen die sich? Die reagieren doch auf uns. Soll ich mal dazwischen hängen? Guck mal, ich kann durchfliegen. Woo. Du auch, klasse. Woo. Kommen wir da durch? Da kommen wir wieder raus, oder? Was soll jetzt da raus? Ja, jetzt sind wir jetzt rausgegangen. Das wollte ich aber nicht. Hallo? Darf ich mich auf dich draufstellen? Wie geht's deinen Gelenken? Ganz gut. Das kann ich wirklich dann. Aua. Okay. Haben wir hier irgendwas, was wir bestätigen können? Vielleicht hier unten? Was sollen wir denn jetzt hier machen? Ja, ich. Ich hier durch die Gegend, das ist schön. Geht's auch wieder raus. Ah, da oben ist was. Spielen fangen das Licht. Okay. Ob du richtig bist oder nicht, verrät dir gleich das Licht. Aha. Wir haben deutlich zu viel davon gespielt. Oh. Ich sehe kein. Ach, da ist ein Licht. Es wird immer wilder. Ja, vielleicht geht's ab. Ist das ein Portal? Okay, wir gehen mal durch. Würde ich auch machen, wenn ich ehrlich bin. Immer einfach rein. Egal. Wird schon nicht passieren. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Drücke Tab. Wer ist meine Kräfte? Wähle den Bereich oben aus. Skills. Geht es dir gut? Wir müssen dich zur Loge zurückkriegen. Ach, da oben. Okay. Anti-Gravitationsfeld. Okay. Drücke Z. Deine Fähigkeiten
sind. Erstaunlich. Okay. Ich bin jetzt ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Entschuldigung. Aber ich bin nicht davon betroffen. Okay. Also ich kann mich nicht selber dann auf einmal. Muss ich. Ach da! Nee. Hä? Muss ich. Ach da, doch, der ist blaue da. Ah, okay. So, wo sind wir hin? Zurück zur Lodge wahrscheinlich. Ja. Die Loge. Zurück zur Loge. So, jetzt müssen wir erstmal kurz was anderes machen. Und zwar F und dann M. Beides. Und dann. Ach nee, geh was. Überfläche und Karte. Da ist ein Fragezeichen und da ist ein Fragezeichen. 400 Meter. Na, das kommen her, das machen wir noch mit. Mal gucken, ob da jemand rumguckt. Mal gucken, was das. Was das Schönes macht, so. Mit den Leuten. Aber, was jetzt auch wieder komisch war. Du hast eine neue Fähigkeit. Also, du hast jetzt Superkräfte, ne? Und sie. Sie sagt nicht so, oh, was war das denn, sondern, oh, deine Kräfte, wow. Woher weiß sie das? Hat sie jetzt auch welche? Das ist jetzt so, der man ein bisschen mehr rausholen kann. Aber egal. Ach nee, das ist ein. So ein Mistvieh, was hier diese komischen Strahlen schießt. Ich dachte schon, das macht denn jetzt hier Feuerwerk. So. Neues. Okay. Ein neues Merkmal los. Oh Gott, kannst du mir helfen? Ja, klar. Ich schaffe es nicht allein zu meinem Schiff. Wir wurden von Raubtieren angefallen. Ich konnte mich hier verkriechen, aber jetzt stecke ich fest. Da draußen sind zu viele von denen. Wenn ich es allein versuche, zerfleischen die mich. Aber du scheinst kompetent. Lust auf eine Rettungsaktion? Nimm erstmal das hier. Und danach nehmen wir die Beine in die Hand und hauen hier ab. Natürlich. Dann lass es uns angehen. Ja. Mein Schiff ist nicht weit. Ich markiere es auf deinem Scanner und dann los. Jawohl. Könnten wir uns ein wenig unterhalten? Ja, sofort. Wir machen nur schnell. Okay. Müssen wir hin? Ja, okay, ich spreche erst mit dir. Ich muss dir zunächst dafür danken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Als ich damals hier angekommen bin, hätte ich nie erwartet, jemanden wie dich zu treffen oder jemals so für jemanden zu empfinden.
Ich weiß, du hast mir gesagt, dass du nicht weggehst, aber ich hatte trotzdem ein wenig Angst, dass du es falsch verstehst, wenn ich um etwas Zeit bitte. So etwas hat es noch nie gegeben. Eine romantische Beziehung über die Grenzen der Varun-Kultur hinaus, meine ich. Ich wollte dennoch versuchen, diese Kultur zu ehren. Wenn es dir wichtig ist, ist es auch mir wichtig. Wir bewegen uns in unerforschten Gebieten. Also sorgen wir uns nicht um die Vergangenheit. Ich hoffe, dass es keine verklausulierte Art, mir einen Korb zu geben. Ich weiß. Und dafür liebe ich dich. Worauf ich hinaus will, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich meine Bindung zu dir demonstrieren kann. Was auch ist, ich bin dabei. Klasse, du suchst ein Kleid aus. Ich engagiere einen DJ. Ich weiß nicht, ob ich meine Seele einer Schlange versprechen kann. Jetzt auf einmal. Muss ich eine Gästeliste machen? Ich habe keine. Und wer leitet den Zeremonie oder wie man es nennen mag? Ach, scheiß drauf, ich bin dabei, Junge. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das ist nur zwischen uns beiden, niemandem sonst. Du weißt, wer ich bin. Ich muss mich dir nicht erklären wie anderen. Sie verstehen es wohlmöglich nicht. Diese Ablenkung kann ich nicht brauchen. Ich will mich auf uns konzentrieren können. Sobald du also soweit bist, will ich mit dir gemeinsam zum zweiten Planeten des Shosa-Systems reisen. Wir müssen dort etwas tun. Okay. Was stand da? Du kannst den Dreher erst wieder? Was? Ich würde erst gerne den hier erstmal. Und wieder einen Tag überlebt. Irgendwo hinbringen. Okay, danke. Geh jetzt zur Loge zurück, das ist schön. Das ist das Ekliptikschiff? Dock am Schiff an. An welchem Schiff denn? Da war nix. Evakuiere den Überlebenden. Wir machen jetzt mal das hier. Wo müssen wir hin? Da hinten ist. Na dann, let's go. Das war ein ziemlicher Sprung. Nicht. Ja. Nicht so schnell, wa? Wiedersehen! Ach ja. Du besiegst mich nicht. Wieder einen Tag überlebt. Hmm.
nimmt jetzt den Chase. Schiff? Würde ich kurz sagen. Löschen, alles, löschen. Wie weit ist denn das noch entfernt? Ja, da. Kommt ihr zwei? Na los, kommt, komm. Schön mitkommen. Daneben geschossen. Winterkühlung. Sehr gut. Meine Fresse, wie weit ist denn das weg? Nur nicht näher. Was überhaupt? Ach da. Jetzt wäre so ein Buggy nicht schlecht. Den du hier drüber crossen kannst, so. Bam. Mann, ey. Ist das auf der anderen Seite der Welt oder was? Die Welt ist in der gelatscht. Puff, hat's gemacht. Huch. Aua. Ist auch umgefallen. Also ihn kann ich... Warte mal, kann ich ihn auch umbringen, oder? Nein, das machen wir nicht. Das tun wir nicht. Wir töten keinen unschuldigen armen Mann. Wir müssen wirklich in diese komische Höhle da. Aber ich denke, wir sind zu seinem Schiff. Wir sind in ein Schiff in eine Höhle geflogen mit seinem Schiff. Muss ich mich verarschen. Naja, das geht nicht da. Ich würde schon sagen, was ist das für eine komische Brücke? Ist jetzt aber auch irgendwie eine Brücke. Das machen wir jetzt noch schnell. Meine Fresse. Discovery. Das ist eine Discovery. Oder? Ja, das ist. Okay. Du hast mir das Leben gerettet. Danke. Kein Ding.
Gern geschehen. Das hier ist ein hartes Leben. Ohne dich wär's mit mir vorbei gewesen. Wow. Ich glaube, das war genug Abenteuer für mein Leben. Dann? Kann man hier rein? Schlüssel erfunden. Also ich könnte ihm das Schiff klauen. Okay. Was ist das hier? Oh, hier im Dreieck kann man hier das klauen. Oh, was ist denn hier? Den Außenposten? Eine militärische Anlage? Vielleicht gibt es noch Waffen und Munition. Ja, können wir mal gucken gehen. Aber was hier drin ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Würde mich über ein Wiederkehren von euch freuen. Ich weiß jetzt nicht, was ich sage. Egal. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Konrock. Bye, bye.